Okay. Geh einfach mal hoch. Hallo? Ah, okay, auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel neu starten sollte, weil da ganz viele Bugs gerade da sind. Das waren drei Typen. Mit der AK hätte ich die in, keine Ahnung, 2 Sekunden weg gehabt? Jonah. Wie geht's, Edsley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange. Was ist es? Das sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon echt schön aus. Oh, let's go. Ganz ruhig, jetzt einmal hier links rum. Dann noch ein bisschen weiter nach unten, dann kann ich da rüber springen. Noch ein bisschen, noch. Okay, dann okay, machen wir es einfach mal. Oh, das war knapp. Ah ne, ich kann leider nicht von der Wand, sonst noch einen Vogel abschießen, so wenn ich schon mal an der Wand bin. Okay, jetzt müsste klappen! Ob das jetzt so vorgesehen war, weiß ich nicht, aber ich hab's hingekriegt. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob ich das so machen sollte. Ich weiß nicht. Aber hey, wir haben es gemacht. Es hat funktioniert. Alles cool. Wird schon richtig gewesen sein. Yeah! Wahoo! Okay. Sieht aus, als wär's der einzige Weg. Okay. Wollen wir mal, ne? Hast du noch was? Da vielleicht die Pflanze. Ne, ich hab alles auf voll, okay? Das heißt, ich brauche mir die Pflanzen gar nicht mehr angucken. Interessant. Ich frage mich, ob ich jetzt doch nochmal irgendwie zurückgehen sollte zum Händler und mir das letzte Upgrade noch kaufen soll. Weil es fühlt sich gerade an, irgendwie, als ob sich das Spiel langsam dem Ende nähert. Versteht ihr, was ich meine? So, der Sohn wurde befreit, sie wurde jetzt natürlich in Gefangenschaft genommen. Aber uns fehlt nicht mehr viel, bis wir, keine Ahnung, dort sind, so. Das Spiel macht langsam aber sicher den Eindruck, als ob es langsam zu Ende ist. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig, weil so viel Spielzeit habe ich noch gar nicht in diesem Game. Ich glaube, ich habe jetzt maximal 6 Stunden, glaube ich. 6 Stunden müsste es ungefähr sein, ne? 6 Stunden? Ja, ich glaube, 6 Stunden ist eine ziemlich akkurate Zahl. Es müsste ungefähr passen. Und das fühlt sich nicht an, ich weiß nicht, bin ich schon durch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, da habe ich noch ein bisschen Zeit, oder? Also ich hoffe, es geht noch ein bisschen, weil ich würde gerne nochmal einen Händler sehen. Und gucken, ob der jetzt vielleicht noch einen Stuff am Start hat. Ach du Scheiße. Da unten scheint ein Tempel zu sein. Flachkörper, Bruder.
Kennt ihr diesen Werner-Film? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Nach Waikiki Flachkörper machen, so am Strand. Boah, die Szene war geil. Boah, die Szene war richtig geil. Ich glaube, ich muss die alten Werner-Filme nochmal angucken. Gibt's die bei Netflix oder bei Amazon Prime? Das wäre ganz cool. Muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall mega nice. Noch mehr Leichen. Warum ist eigentlich alles voll mit Leichen? Oh, 25 ist schon Max. Ups. Okay. Weder Maya noch Inka. Naja, das kann ja doch Maya gewesen sein. Vielleicht hat er einfach mal Langeweile gehabt und Bock auf was Neues. Na, ich meine, eben das Seine. Es ist hoch. Aber es geht. Wenn du das sagst? Wuhu! Nein, Lara, du bist unglaublich, dass du das überlebt hast. Mensch. Das ist ja gerade eine fette Kiste. Fuck yeah! Habt ihr gerade meine Taste gehört? Holy shit, die war richtig laut gerade. Wie, jetzt gerade mal zwei Barren waren da drinne? Nee, nicht. Nur zwei. Oh Gott! Piranhas! Ey, unten ist noch was. Hier ungefähr. Da. Hier, die Kiste hätte ich gerne. Hoch. Hoch. Mitnehmen. Ein gekreuzigster. Wie, jetzt aber ein gekreuzigter drinne? Ein gekreuzigter Mann war da drinne? Fuck. Komm. Fix. Schnell, 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 schnell. Ich habe davon fünf bekommen. Ja, der Erz. Fünf Stück. Da oben aus der Kiste habe ich nur zwei gekriegt. Hier unten fünf. Hier, moin. Oh, sind das nicht böse Fische? Wo sind jetzt die bösen Fische? Da unten sind die bösen Fische. Boah, das ist auch nochmal was. Achso, so eine Pflanze. Okay, ich dachte, die werden auch noch Erze oder so hat. Da ist was. Da ist ein Schatz. Doch, ich glaube, die Piranhas könnten mich easy töten, ne? War das nicht so? Da ist die Kiste. Yeah. Ja, ich schwimme, glaube ich, nur da hinten rum, ne? Also kann ich, bin ich eigentlich relativ safe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich hab's schon hingekriegt. Die Frage ist, ist hier noch mehr? Ich glaube, hier unten habe ich gerade was gesehen. Hier hat es so geschimmert. Aber da sind die bösen Fische unterwegs. Oh, lol. Wie viele Kisten sind hier? Holy shit! Das ist jetzt die dritte. Sind hier echt fünf Kisten? Na komm, nimm mit hier. Ja, hier, komm. Immer schön X-Hammern, immer schön hammern. Schon wieder fünf bekommen, holy shit. Das sind die bösen Fische, okay. Patrouillieren da unten diese bösen Fische. Was habe ich denn hier sonst noch so? Vielleicht irgendwo irgendwas noch? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich bin hier durch. Müsste, glaube ich, alles gewesen sein. Naja, machen wir mal das Story weiter, ne? Obwohl, vielleicht ist hier unten noch irgendwas. Hier so im ganz flachen Wasser. Alter, die Geräusche kommen da raus, Junge. Ich hab gerade, was ist das denn, Junge? Wo kommt das her? Das ist auf jeden Fall schon mal sehr einladend. Schwimmen wir da direkt einfach mal hin, wo diese merkwürdigen Geräusche rauskommen. Das kann ja nur gut enden. Oh shit, ist keine Luft. Ne? Oh Gott, ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh runtergegangen. War hier gerade was? Oh, da ist eine Pflanze gewesen. Okay, dann durchziehen, Lara. Durchziehen. Luft? Hier ist keine Luft? Ich dachte, hier ist Luft. Brauche ich. Dann aber. Komm, hier. Ein weiter. Komm. Lara, genau hier. Schweinart. Und wieder runter. Da ist noch was. Einmal mitnehmen, bitte. Mhm. Oh, was habe ich denn hier gefunden?
Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chell. Was war das? X-Chell. Ist das ein Kumpel von X-Tentation oder was? Von X-X-Tentation? Man dürfte doch mal träumen dürfen, oder? Wo ist der hier lang gerannt? Der müsste ja direkt hinter mir gewesen sein. Der ist ja auch nicht ins Wasser gesprungen oder so. Merkwürdig. Naja, ich muss doch wieder rein. Also wieder abtauchen. Ja, komm, holen wir noch ganz kurz Luft. Wir wissen ja nicht, wie lange wir jetzt unter Wasser bleiben müssen, ne? Und weiter geht's. Keine bösen Fischchen. Oh, das ist ja Luxus gerade. Das ist ja richtiger Luxus hier. Meine Güte, chill mal ein bisschen. Holy shit, was war das denn gerade? Oh! Oh, 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 das war knapp. Gollum, Gollum. So, okay. Da oben. Schwebt er? Lol, was ist mit der Kamera auf einmal gewesen? Auf einmal zack nach rechts gezogen. Mein Gott, pass mal auf, wo du hintrittst. Idiot. Sonst geh ich noch da rauf. Runter bitte. Jetzt ungefähr müsste es euch passen. Jetzt ein bisschen schwingen. Und hau rock. Oh, es ist knapp gewesen. Nächstes Mal ein bisschen mehr Schwung. Ey, das ist so bitter, ne? Ich kann hier nichts mitnehmen. Gefühlt, ich kann nur ein Ding mitnehmen, aber drei Sachen sind drin. Das ist schon. Oh Gott, Gollum, chill mal ein bisschen. Das ist ein Herausforderungsgrab? Ich dachte, ich bin hier gerade auf der. Ich dachte gerade, hier ist Story, Bruder. Ich wollte aber nur Story machen und nicht Herausforderungsgrab. Ich bin hier wegen der Story. Aber eigentlich, wo ich schon mal hier bin? Normalerweise beim Herausforderungsgrab doch immer am Anfang so eine Feuerstelle, oder nicht? Hier komme ich gar nicht durch, Bruder. Bestes Herausforderungsgrab, was ich jemals gesehen habe. Luft holen. Ja, mal wieder runter. Mein Handy. Okay. Warum schickt man nicht momentan jeder irgend so einen scheiß YouTube-Link? Alter, das fuckt mich mittlerweile ab. Es geht kein Tag, an dem ich nicht 5 YouTube-Links von irgendwelchen Leuten, die ich kenne, zugeschickt bekomme. Oh, schieß mal mehr. Ehrenhaft. Ich würde gerne noch einen Jaguar treffen. Aber ich muss unbedingt welche töten. Bam. Wo zur Hölle bin ich? Ah, ich bin wieder am Anfang gelandet. Stimmt, ich kann das Herausforderungsgrab noch nicht machen. Gut, da habe ich einen Grund, wieder abzuhauen. Wegen der fehlenden Ausrüstung kann ich das nicht machen. Yikes. Der ist auch ein bisschen schneller, bitte. Dankeschön. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss doch da oben hin. Da muss ich doch hier durch, oder nicht? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ups. Hab mal wieder eure Zeit verschwendet. Ich setze mich mal kurz an das Handy. Oh Gott. Boah. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht ein oder zwei Stunden auf einer und derselben Position sitzen. Das kann ich überhaupt nicht. Ich muss mich immer irgendwie bewegen. Hier muss ich nämlich weiter. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich frage mich, weil ich dann diese verstärkte. Keine Ahnung, Kletteraxt oder wie auch immer das Ding heißt, bekomme. Ich brauche ja anscheinend was. Und das muss ja verstärkt sein. Oder ein verstärktes Messer oder was auch immer das war. Batman ist wieder zu Hause. Das war nur ein Geräusch. Ja. So, jetzt hier runter. So. Und das Spiel zeigt mir schon, wo ich hin muss. Dann ziehen wir jetzt mal richtig durch und hoch. Das war knapp. Hier, wie zur Hölle funktioniert sowas? Seht ihr das? Oh, halt dich fest. Oh,
Wie kann man sowas machen? Wie geht sowas? Kann man das auch in Real Life machen? Das würde ich nämlich echt gerne mal sehen, weil es sieht schon echt unrealistisch aus. Bruder muss los. Ey, du bist neu hier. Cool. Ja, dann ballern wir gleich mal Gollum über den Haufen. Ja, oh, oh. Bruder, einmal aus Versehen zu oft A gedrückt. Ach, der schwebt gar nicht, der hängt da einfach. Der chillt hier so ein bisschen. Dann holen wir ihn mal runter. Upgrade! Ja, keiner guckt hin, du kannst die Schrotflinte einfach nehmen. Digga, mach einen Abflug. Fuck yeah. Ist von Gucci. Nein, ich will's nicht überspringen. Sorry. Er hat oft eine Taste gedrückt. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein.